Ja, okay, dann let's go. Ich glaube, ich habe es noch nicht gesehen, Alonso. Ich will nochmal ganz kurz eine Sache sagen, die mir auch wichtig ist. Na, wo ist denn die Cam? Das ist voll verwirrend. Wo ist denn die? Was läuft, was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Noch Kontakt mit Marcel. Ey, wirklich, man muss echt sagen, Reaction-Content bockt einfach mit einem Ohr einfach wirklich gar nicht. Das ist so garbage, Bro. Ey, Mann, also gestern Abend, nachdem ich irgendwie so 12 Stunden mit Isa gestreamt habe, die absolute Ultra-Psychose, da habe ich mich dann langsam dran gewöhnt gehabt. Aber jetzt, wenn man neu aufgewacht ist, dann ist es wieder ein bisschen weird. Digga, glaubst du, ich bin bei ihm eingebrochen? Mach halt mit zwei Ohren. Ey, danke, Doc. Ich werd's tryen. Danke für den Tipp, Doc. Wochen habe ich ihn betäubt, ohne mit ihm zu reden und stream einfach von seiner Station. Digga, also eigentlich müsste ich dich für die dämliche Frage schon wieder timeouten. Für 2 Jahre, Digga. Direkt für 2. Warum bist du bei Monte? Er hat seinen Fortnite-Drift zu mir geworfen, da bin ich hier einfach gelandet, Digga. Hergebordet. Was ist das wieder für eine Frage? Wisst ihr, wie gut Monte drauf ist? Er schreibt mir heute Morgen schon wach, ja? Und wirklich 2 Minuten später, er macht die Tür auf und macht diesen hier. Springt zu mir ins Bett und liegt so da und grinst mich an. Und da so Doggy liegst, nicht mit Schuhe. Nicht mit Schuhe. Digga, Mann. Halt's Maul jetzt, Mann. Bro, wirklich, ich fühle mich immer so alt bei diesen Videos. Ich fühle mich wirklich wie eine Oberboomer, Alter. Wir waren wirklich. Digga, es passiert so viel. Ich komme nicht hinterher, Digga. Es fühlt sich an, als wäre ich gerade in so einem Fortnite-Tournament, Bro. Und es leben nur noch 10 Leute und die Zone ist so. Die schrinkt nicht mehr, sondern die move nur noch. Check dir, was ich meine. So auf dem State sind wir. Und es, alle bauen sich gerade hoch, Bro, und ich check gar nicht, was abgeht, Digga. Ich bin fresh. Also ich hab sie gemacht, ob euch die gefallen ist mir eigentlich scheißegal. Arox, danke für 5 Monate. Azumi, danke für 15 Monate. Ungewohnt aus der Zentrale Subs vorgelesen zu bekommen. You wanna be my clan? Drop it. Perfekt, Digga, wir bringen wieder Best of raus. Alle Clips von Satta Hugo, Reaction Hugo, Hugo Hugo. Digga, alle Views, Bruder. Ey, Hugo, hiermit wieder alle Clips verboten. Wir sehen uns auf Twitter. Sie haben mir langsam wieder hier auf dem Channel zu viele Viewer. Ich glaube, ich muss wieder ein paar Clips verbieten. Mann, nee. Warum rennt die los? Good one, good one. Den Typen feier ich, holy shit. Warte! Könnt ihr per Comment von mir dann zurückbekommen. Mhm. Okay. Das heißt, wenn man stirbt, kann man dann sagen, genau. Ja. Ich bin so ein selbstverliebtes Stück Scheiße, ne? Ich gucke diese Videos immer so richtig so. Und dann kommen so 2 Clips von mir, Bruder. Ich schmeiß mich komplett beiseite, Bruder. Es ist immer so. Ja, ansonsten. Narzissmus, ja, maybe. Ja, danke, kannst du tut. Kevin, kannst du mal aufhören, so dumm rumzutanzen? Digga, Remy war gestern so witzig, Mann. Ey, Remy ist actually manchmal echt super lustig. Ich weiß nicht, warum er es mal nicht versucht, mal auch mal 8 Stunden für einen kompletten Stream zu tryen. Warum versucht er das immer nur so für so ein paar Minuten? Nächstes Thema. Meine Damen und Herren, euer Knossi macht den Zinozi. Ich bin dabei. Bei Let's Bro, das ist so cool. Das ist so cool, dass er dabei ist. Ich kann keinen einzigen Tanzschritt, ich kann gar nichts. Nie getanzt. Wer tanzt, hat kein Geld zum Saufen. Ich stand immer nur da. Wahrscheinlich war es das Dümmste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Hier ist Jens Kosala mit dem Rumba. Das war genannt Dios. Das hab ich noch gut gesehen. Das Internet sagt, du besitzt 1,5 Millionen Euro. Stimmt das? Das versagt einfach die Wahrheit, dass du Multi bist. Multi. Was für 1,5? Was soll ich damit? Darüber lache ich. Da kann ich nicht mal meine Monatsmiete bestreiten. Sag es doch einfach, Sascha. Er macht jetzt einen auf Loki. Er wird jetzt irgendeine Antwort geben, so. Ja. Irgendwas wird jetzt kommen. Steuern oder dies oder das. Da müsste ich meine Schwester fragen. Ich habe keine Ahnung von Finanzen. Von Finanzen? Hast du keine Ahnung von Finanzen? Noch nie aufs Konto geguckt, Bro, oder? Oh mein Gott, Digga. Ey, yo, Cheffe, du kennst ja unser kleines Spiel. Wie viele Monate bin ich Sub? Plus minus 3 Monate, 10 Subs. Okay, Chris ist ein klassischer 56 Monate Sub. Alright, heute mach ich das erste Mal richtig. Watch this. Oh! Bro, das ist das erste Mal. Let's fucking go!
Digga, holy shit, Boomchat. Geh mal, schick mir ganz schön oft Uhren. Alter, Trimax, du bist der Einzige, der nie antwortet. Ich weiß gar nicht, wo ich bei dir dran bin. Schick dir brutale Uhren. Wisst ihr, was da zurückkommt? Gar nicht. Das ist keine Unterhaltung, das ist eine Einbahnstraße. Ich krieg eine WhatsApp und dann krieg ich am gleichen Tag noch 35. Dann ist das so tief unten, dann finde ich das niemals wieder. Der sagt zu mir, ich hätte Interesse an der Uhr. Schick ihm die Uhr, kommt nix. Ich schick ihm nochmal eine andere Uhr, kommt nix. Max, was lässt du deinen Bruder hier so hängen? Ghosted. 64 Monate am Stück nicht vorgelesen wurden, vielleicht im 65. Bester Mann. Tasova, ich habe deinen Namen noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. No joke. No joke, das tut mir immer so leid, Bro. Ich glaube, Leute denken so, Alter, ich sub den seit 60 Monaten, Bro. Ey, er hat mich noch nie vorgelesen, aber er weiß safe, wer ich bin, Bro. Und du weißt manchmal einfach gar nichts über den. Und du denkst dir so, Digga, ich bin der schlechteste Mensch. Der hat mir 300 Tacken in meinen gottverdammten Arsch geblasen. Ich habe keine Ahnung, wer du bist, Digga. Bro. Und das, wisst ihr, was das Schlimmste ist? Für dich. Wisst ihr, was das Allerschlimmste an der ganzen Sache ist? Die Leute feiern es auch noch. Die Leute feiern es. Die denken sich so, ah, funny, Bro, ich sub weitere 60 Monate. Das ist das Allerschlimmste da dran, Bro. Du hast ein 5-Jahres-Sub-Badge. Vielen Dank für den Support. Schönster Film-Moment von Jeremy Abi. Was denn? Was denn? Ja, komm her! Franz. Bin Sie da ein, ne? Ja, ja. Ich bin Sie, bitte. Just the dumb. Bro. Do you know me? Yes. From where? Der ist wirklich King of unangenehme Situationen, Alter. Ich lieb's. These guys know me. Do you know me? Jeremy Fragrance? Yes. Here in the south of France. Can you everybody say Jeremy Fragrance? Please. Jeremy Fragrance. Jeremy Fragrance. Bro. Guys, this is a very famous man in Germany. Do you ever speak English? Ja, heute Luca, Junge. Was sagst du? Are you Jeremy Fragrance? Yes, I am. Ja, wirklich, Luca, ey, du musst unbedingt aufhören, mir mal deine Scheiße zu schicken bei Instagram. Das ist so widerwärtig, Digga. Hör mal damit auf, das ist richtig ekelhaft. He wants to do a picture. Yes. Er macht auch so rundnahrig, Digga. Ich bin so beim Training mit Mo, Bro. Er sagt so, ich hab hier gerade Scheiße bekommen von Luca. Ich guck bei mir rein, hab ich dieselbe bekommen. Digga, wirklich, das muss aufhören. Das ist einfach nur widerwärtig. Wirklich, Luca hat irgendwann aufgehört, mit 15 oder so sich zu entwickeln, Bro. Man hat mit 15 mal seine Scheiße rumgeschickt. Ja, man hat auch mal Fürze aufgenommen und geschickt. Ja, da gab's auch mal einen, der hat sich angehört wie ein Reißverschluss. Ja, gab's. Ja, gab's. Dann gab's auch einen, der hatte so einen Sound. Okay, gab's alles, ja. Aber was hat man mit 15 gemacht, Bro? Du bist irgendwie 28 Multimillionär, chill mal. You know me too? No, man. No, doesn't matter. I'm no, an influencer for perfumes. Aber wir müssen Gas geben. Okay, ready for a picture? Das habe ich auch gesehen. Let me take a selfie. Na, schöne Frischeduft, was ist denn das, Mensch? Was ist denn das jetzt? Ich weiß den Namen nicht. Aber, oder weil, was hast du drauf? Rohat und Phoebe öffnen Fan-Pakete. Du musst das doch ordentlich zeigen. Ich pack das doch gerade auf. Dann zeig das doch, wie es eingepackt ist. Oh mein Gott, eine Visitenkarte. Schaut euch das an. Ich ship die Loki, ne? Ich glaube, das wollen die nicht hören. Und es tut mir auch leid. Aber es ist die Wahrheit. Ich stift sogar ein Ding. Ein Puppe. Kann man so viel Freude haben. Guck mal. Ja, ich glaube, die sind nur good friends oder so. I don't know. Aber trotzdem. Oh, ist Roa 20? Bro, was? Oh, okay, dann nevermind, dann weiß er, muss, I don't know. Bro, Roa verhält sich nicht wie ein 20-Jähriger. Ist man nicht dann so schon langsam so in dem Alter, wo man dann erwachsen ist, you know? Ich dachte, Roa ist so 18 oder so. Sagst du? Bro, shut the fuck up, ich bin 26 Jahre alt. Ich habe mein Leben unter Kontrolle. Was sollt ihr von mir? Oh mein Gott! Das ist so krass, dass du so tust. Das ist irgendeine kleine Kackprank. Hast du einen Arsch offen? Weißt du, was das wäre? Wenn jemand Scheiße schicken würde. Oh mein Gott! Digga, das nehme ich. Nein, Rohat, das ist meine. 5 minutes later. Ich schließe jetzt erstmal den Brief raus.
Das Vorgehen der Taschendiebe, trickreich und dreist. Das ist ein uns bekannter Taschendieb, der schon mehrfach Taschendiebstähle begangen hat. Die haben mich einfach schon wieder beklaut. Zeig mal, was du mitgenommen hast. Einfach meine Schuhe sind nicht da. Guck mal, was ich geklaut habe. Adidas Schuhe. Boah, hat jetzt bei mir auch geklaut. Was kann man hier mitnehmen? Was kann man hier mitnehmen? Das gibt eine Anzeige. Auf der Wache der Bundespolizei sind mittlerweile zwei deutsche Rentner. Ja. Marcel Eris will den Taschendieb bei der Polizei anzeigen. Das gibt eine Anzeige. Hey, hallo Phoebe, ich bin Robin, 21 Jahre jung und komme aus der Nähe. Also ich möchte mich bei dir bedanken, dass du es gesehen hast. Oder du hast Straftat bei mir zu Hause gemacht. Schau in seinen Rucksack. Der kleine Wichser, was hat er sich eingepackt? Leben unter Kontrolle, aber scheißt sich auf Autobahn ein. Digga, Fabio, Junge, krieg erstmal hin, in einem Satz nicht vier Rechtschreibfehler zu machen. Was zum Fick soll eine Autobahn sein, Junge? Raff dich mal, Junge. Digga, willst du mich verarschen? Willst du mich? Er hat, Digga, er hat alles eingepackt. Boah, hat er es hinbekommen, ohne dass es aufgefallen ist? Wie? Junge, so ein Wichser. Er wollte das alles klauen. Hast du nicht irgendwas zu sagen? Ich wollte das für dich aufbewahren, damit es nicht kaputt geht. Nee, du willst sie erst bei mir klauen. Meine Geschenke, das ist mein Trink. Wir bringen mal jetzt aktiv mehr weg. Boah, ey, Roa, da macht er wirklich eine gute Ansprache. Ich will mir auch eine Schokomilch. 346 Minuten später. Ich hab nur zwei davon. Das ist wahrscheinlich schon der zweite, weil du vorhin schon einen Schokotrink getrunken hast. Kannst du dich noch bei mir klauen? Roha, hör auf zu klauen. Macht man nicht. Macht man nicht. Du bist der Beste. Ey, Digga, welcher ein Paar, Digga. Das ist so eine wundlose Frechheit heute, diese kleine. Also wirklich, dieses Bild, das ist 2015 oder so. Ich finde, das gibt mir so richtige Vibes von so einem amerikanischen Jahrbuch. Checkt ihr, wo dann so ein Spruch drunter steht, so irgendwie so: Marcel Eris, ich hab deine Schwester gefickt oder so. Alle schreiben so was Sinnvolles, aber bei ihm steht so das. Yo, Monster, bleibst du? Erika! You are the best man! In welchem Bundesland hat das Unternehmen Tesla eine Fabrik gebaut? Berlin oder Brandenburg? Wegen dir mache ich jetzt zur Danke bei deinen Bayern. Was hat er gesagt? Beide? Brandenburg. Bayern. Was? Bayern, Bro? Willi, Digga. Bruder. In welchem Bundesland hat das Unternehmen Tesla eine Fabrik gebaut? Berlin oder Brandenburg? Bayern. Why always me? Ooh, 26. Like am Balotelli. Ich hab mein Leben